Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bloodstained Ritual of the Night. Beim letzten Mal haben wir Albert hieß er, ne? Albert getroffen. Und jetzt können wir schwimmen. Das ist eine schöne Sache prinzipiell. Also eigentlich ist es kein Schwimmen, eigentlich ist es. Wir legen ein paar Funde zu und gehen unter. Und zwar sehr schnell. Zwei Schatztruhen. Ja, im anderen Raum war tatsächlich auch noch eine Schatztruhe zu finden. Und ich meine sogar eine rote. Also eine, die ich wirklich gerne hätte. So. Naja, 2000 G. Die will ich unbedingt haben. Naja. So toll war sie jetzt auch. Der Punkt ist jedenfalls. Achso, ich kann. Den kann ich nicht. Ich kann nur einen richtigen Schwung machen und damit theoretisch auch noch hochkommen. Der Punkt ist, genau, hier kamen wir beim letzten Mal nicht durch, weil ich eigentlich einen Reflektorstrahl nutzen müsste. Komm her, Pony. Naja. Das heißt, einmal Reflektorstrahl ausrüsten über drüben sein. Gucken, dass es funktioniert hat. Wasser. Dann ganz langsam nach links. Ich habe keine Lust, das Ding mal anders zu machen. Muss ich ehrlich zugeben. Mach auf, mach auf, mach auf. Zack und tot. Was hört dann nicht auch auf? Und von hinten sind sie ungeschützt. Oh wow, ich kriege Muscheln von denen. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Das ist fast so, als würde ich sie tatsächlich aus ihrem Haus rausbrechen und dann eben noch was zu essen. Irgendwie. Also nett klingt halt anders. Was haben wir da noch auf der anderen Seite? Andere Seite oben. Eine Schatztruhe mit einem Schwertfisch. Ist es das, was ich denke? Ist es diese Waffe, die ich unbedingt haben will, weil ich das so dämlich finde? Ayamur, auch nochmal sehr schön. Effektiv unter Wasser, interessant. Schwertfisch, Schwertfisch, Wegenbrecher, ist mir egal, Schwertfisch. Ein riesiges Holzschwert, das nach einem Fisch benannt. Naja. Jetzt bin ich enttäuscht. Ein Ring, der die Häufigkeit von Beutegegenständen steigert. Finde ich tatsächlich sogar noch besser als den Durchquerring dann. Ich meine, ja, ein bisschen Angriff wieder eingebüßt vom Schwert, aber. Ich sollte ja grundsätzlich sowieso anfangen, mal eine wirklich vernünftige Waffe zu nehmen. Oh, ein geheimes Zauberlabor. War das andere nicht auch ein geheimes Zauberlabor? Wait, what? That's Dominique. And Alfred? Aha, the plot thickens. This was your proposal, Exorcist. Explain yourself. I should have been there, but you broke your word as well when you laid that trap for me. I wasn't about to allow the book to fall into your hands. Why would I want it? Revenge, perhaps? For your parents. Someone has been putting ideas in your head. Miriam. Huh? Ba ba ba. No, wait. Oh. I would have preferred you not see that. So the trap Alfred laid was for you? Yes, and that's why I sent Zangetsu to deal with it. He has the power to stop Alfred from teleporting. I thought he might be able to contain Alfred while we dealt with our bigger problems here. It makes sense. But what was all that about your parents? Revenge? I don't want you to get the wrong idea. So I suppose I had better tell you.
My parents were exorcists, like me. But during the demon outpouring 10 years ago, they were killed in battle. So I have my reasons for hating demons, and that accursed book. I'm so sorry. You must hate us all for it. I let go of the hatred years ago. All that matters now is that I gain control of the Liber Logaiath and prevent it from ever being used for evil again. All right. I'll help you. Thank you. I'll do all I can for you in return. Das ist irgendwie viel zu convenient, so. Ja, das Buch ist halt voll böse und ich finde das nicht gut und meine Eltern wurden halt getötet. Ich glaube der immer noch irgendwie kein Wort, aber... Oh, schön, eine Guillotine. Lamascht. Aha. Also sie ist natürlich nicht davon betroffen. Das ist aber ein dunkler Elementar. Das hält viel aus. Und ist nervig auf Rick. Ja, ich glaube, so langsam sollte ich zumindest mal eine bessere Waffe nutzen. Wenn es nur in der Regel schieben muss. Ist das ein elektrischer Stuhl? Ich glaube ja. Oder ich benutze einfach direkt ein Hochschwert. So schlecht kann das ja nicht sein. Woraus es jetzt natürlich niemals trifft, aber... Natürlich flutscht sie einfach in mich rein. Sehr typisch irgendwie. Peitschen können, steigert Peitschenschaden. Teleportation, okay. Immer noch nicht. Das Scherbenstückchen von ihm, aber naja. Das war jetzt aber auch zugegeben eine sehr dämliche Bewegung von mir. Jibets Bemühungen haben uns eine Menge Scherben verschafft. Jetzt, da die Kinder gut ausgebildet sind, sind unsere Scherbenbinde-Experimente ein großer Erfolg. So ein paar Leerzeichen wären ganz cool. Vor allem eines der Mädchen, Miriam, scheint ein echtes Potenzial aufzuweisen, sowohl wenn es darum geht, wie viele Scherben sie beherrschen kann und zu welchem Ausmaß. Wenn meine Berechnung stimmt, dann haben wir endlich genug Kristalle, um die große Dämonenbeschwörung durchzuführen. Es war ein langer, beschwerlicher Weg, aber alsbald sind wir am Ende angekommen. Wo hab ich das als bald her? Keine Ahnung, egal. Mein alter Freund stellt sich weiterhin gegen das Ritual, doch um Großes möglich zu machen, müssen wir Großes opfern. Das ist das grundlegende Prinzip der Alchemie. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass mir so ziemlich jeder Charakter was verschweigt, das ist furchtbar. Weil das klingt so, als hätte er Johannes die Experimente an den Scherbenbindern durchgeführt und Albert wäre derjenige gewesen, der die aufgeben will, weil er dann der kinetische Energie gemacht hat. Aber, naja. Vielleicht denke ich auch zu viel drüber nach und der Plot erweist sich als super simpel. Sowas wie Buch böse, nimmt Besitz von Menschen und deswegen alles doof oder so ähnlich. Wer weiß, wer weiß. Ah, ausgezeichnet. Dunkelheitswiderstand. Naja, bevor ich jetzt gegen einen Boss kämpfe und unter Umständen diese Scherbe wieder verliere, weil ich bin ich, lieber einmal hier reingehen und nochmal speichern und
die Scherbe mindestens behalten. Das bin ich! Yay! Au! Moment, hat sie mich vergiftet? Alter. Ich meine, das kann ich auch, aber trotzdem. Ich muss noch lernen, die Weite meines Grabens einzuschätzen. Da verteidigen wir uns mit der Sauerei. Sie ist in der Wand gewesen. Hallo, was soll denn das denn? Ich müsste aber... Also da liegt jetzt so viel Blut rum, ich müsste eigentlich einmal so machen können. Naja, ich hätte irgendwie gehofft, ich würde mehr Blut rauskriegen, aber... Na, so richtig viel Blut kommt dabei nicht raus, aber... Die Idee dahinter ist gar nicht mal schlecht. Vielleicht sollte ich auch mal tatsächlich probieren, wie... Das... Na, ich hätte gedacht, das passiert automatisch oder so, aber das ist dann wiederum nicht. Hatte ich eigentlich... Ich unterbreche den Kampf immer so schön so. Nö, ist ja egal. Jetzt ist Hand. Alchemie-Notizen. Tagebuch. Graben. Einfach mal gucken, ob ich irgendwo Graben stehen habe und das nutzen könnte. Eskitan, Jagdbusch, Blaue Rose, Dike Slave, Colored Wolk. Ne, hab ich nicht. Also zumindest kein Graben. Nee, also. Abgesehen davon, dass Tis Grief jetzt ziemlich einmal eine MP verbraucht hat. Was auch schon ein Problem an sich ist. Erdbeerkuchen. Und Rührei. Und ein Omelett. Yeah. Dann komme ich nicht weg aus dem Feuer. Das ist ein großes Problem. Ja, Blutbringer hat's erledigt. Transzendenz. Eine blaue. Schattensucher, erschaffe einen Doppelgänger. Ich weiß nicht, was ich davon haben sollte, aber okay, cool. Ich hätte mir wirklich mehr erhofft von Tis Rave irgendwie, aber ne. Die Technik ist echt langweilig. Ja, es wäre irgendwie schön, wenn ich eine Geheimtechnik im Kram hätte. Ich werde mal irgendwann alle Techniken mal ausprobieren müssen. Damit sie verzeichnet sind irgendwie. Aber 0,0 finde ich ein bisschen komisch, weil ich habe ja eine Technik ausgeführt, die mit den Dolchen. Jetzt ist er kaputt. Aber interessant, dass sie einfach mal so ein Klo von uns kommt. Und sie nichts dazu zu sagen hat. Ich wäre jetzt wirklich so, warum ist dann Klon? Bin ich die echte? Oder gibt es noch mehr von mir? Oder irgendwie sowas. Hätte ich jetzt erwartet, aber nee. Ob das so gewollt ist, wer weiß. Oh, eine Stachelbrustplatte.
Die gab es, glaube ich, auch damals in den schönen Teilen von Castlevania. Intelligenz ein bisschen runtergeschlickigkeit, aber... Ich bezweifle zwar, dass da tatsächlich so ein Effekt stattfindet, dass Gegner, die mich berühren, Schaden kriegen. Und seien wir mal ehrlich, mich berühren sehr viele Gegner, weil sie ständig Kontakt schaden. Hallo! Sie kriegt tatsächlich Schaden, oder? Sie hat gerade drei Schaden gekriegt. Dafür, dass sie mich angetatscht hat. Tja. Ist zwar nicht viel, aber immerhin kann ich dann ein kleines bisschen was bezahlen. Na, ich hatte gehofft, ich wäre gerade noch schnell genug. Natürlich nicht. Aber interessant, dass es hier so viel weitergeht. Das gefällt mir jetzt schon wieder. Moment. Okay. Es steht da halt so rum, so. Warum? Ich hätte die Sense vielleicht beachten sollen, die da oben rumschwingt. Naja. Ach, Schwein gehabt. Mehr Katzenohren! Yay! Mehr Seelen, die ich nicht brauche. Scherben, die ich nicht brauche. Wie auch immer. Schön, dass das Labor noch weitergeht. Ich wäre jetzt ein bisschen traurig gewesen, weil ich dann wieder nicht ins Zentrum gehen soll. Weil mir der Schattendoppelgänger jetzt nicht so viel sagt. Also der spricht mich nicht förmlich an, nach dem Motto, ich muss da und da hingehen. Wobei Blutstahl hat das auch nicht gemacht, bis ich mal drauf gekommen bin, aber hier müssen wir rein. Agoni und Kristall, sonst ist hier nichts. Diamant ist auf jeden Fall schön. Noch was Neues. War jetzt eigentlich der Dämon gerade, also mein Doppelgänger? Ne? Irgendwie fehlt 17. Es sei denn, 17 ist tatsächlich Giebel. Das würde natürlich passen. Das macht doch gar keinen Sinn. Der war doch schon da, bevor ich gekommen bin. Wie will er denn dann meine Form angenommen haben? Höllenhöhle. Na, natürlich haben wir hier ein Elementar des Feuers. Das kann ich auch. Das eine, was ich auch kann. Ich glaube, das sollte er schaffen. Aber hey, 64% aller Scherben haben wir. Ich meine, ja, ich musste zum Beispiel die Gute zurückgucken, das Drachenskelett zu farben und sowas, aber wir sind dabei. Dafür, dass er ein Feuerelementar ist, hat er trotzdem guten Schaden genommen, wenn ich es gesehen habe. Müsste mal irgendwo erscheinen, wo ich dich treffen kann. So. Ah, sehr gut, Flammenwiderstand. Ich hab zwar auch mächtig Schaden jetzt gekriegt für das bisschen, was wir da gemacht haben, aber ey. Ah Gott, das ist ja furchtbar. Ah, da ist ein Kuh. Das sieht so aus. Okay, ganz viel Schaden nimmt er tatsächlich nicht davon. Ich meine, gut, wäre auch seltsam gewesen. Aber das... Ich kann auch falsch sagen, was ich erwarte jetzt, dass ich durch die Lava da springe.
Mein Flammenwiderstand! Ah, oh, Mann, oh! Und mein Doppelgänger? Habe ich gespeichert danach? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Kein großer Verlust, aber ärgerlich. Ja, haben wir tatsächlich mitgekriegt. Gut, das erklärt aber auch, warum vor 2 oder 3 Videos ich gesagt habe, ich kriege hier keine Hinweise mehr. Ist auch irgendwie doof. Es gab keine Hinweise mehr, weil der Hinweis halt war Wüste. Naja, dann halt nochmal alles von vorne. Es ist halt wieder Käse, was soll's. Da habe ich schon erhöhte Verteidigung gehabt, ne? Naja. Manchmal ist das halt wieder so. Ja, jetzt checke ich tatsächlich trotzdem wieder alle Wände, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe, wo irgendwas drin war und wo nicht. Komm her. Komm her oder bleib weg, aber entscheid dich. Ist ja halt auch überaus nervig, wenn ich da die ganze Zeit durch die Gegend fliege und man sie nicht treffen kann, diese Gegner. Deswegen kann ich die eigentlich nicht leiden, diese Elementardinger gerade. Die immer und überall rum, ob ich sie irgendwie treffen oder auch nicht. Das ist ja. So. Diese Kuh macht mich trotzdem irgendwie gesund. Jetzt schon wieder so diesen Hang des Mysteriösen, den ich eigentlich klären will, aber wie soll man das erklären? Da gibt es nichts zu klären, das ist das Problem. Also ich hoffe, ich habe den Finsterniswiderstand, ich glaube schon. Speichert seinen Feuerwiderstand, das hat jetzt weg. Den muss ich mir wiederholen. Was für mich auch schon ärgerlich genug ist. Aber manchmal ist das eben so. Das alles nur, weil mich dieses komische in der Lava stehende Viech getroffen hat. Was mich dann wiederum in die Lava gehauen hat, was mich dann wiederum gemacht hat. Ich eine Tragödie in zu wenig Acht. So, das heißt aber, Rigastorama bringt mir bei denen eigentlich nichts. Ich könnte natürlich auch damit anfangen. Vielleicht hilft das ja, aber dann auch wieder nur, wenn es trifft. Das ist ja das Problem. Das hat der Doppelgänger ja auch genutzt. Ja, also in dem Moment, wo ich treffe, ist das Viech halt tot. Das ist schon mal. Ne, das ist schon mal ganz praktisch. Aber das Ding treffen ist halt. Und es kostet natürlich MP ohne Ende. Geht ja schon wieder gut los. Ich meine, ich habe immer noch mehr HP als gerade eben, aber trotzdem. Ja, bleib in der Lava, ist in Ordnung. Oh, oh.
Feuerelementare sind doch einfach kacke. Ich muss sie scheinbar 3-4 Mal treffen. Das ist nicht gut hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Wenigstens. Oh Gott. Ist doch wieder nur der normale Drache, oder? Ich glaube schon. Ja. Speicherpunkt, Speicherpunkt, Speicherpunkt. Ich wäre sehr dankbar für einen Punktespeicher. Vergiftet, nee, verflucht. Drakonische Wut bringt mir jedenfalls nicht so viel, wie ich gerne hätte. Yay, wenigstens eine neue Scherbe, nachdem ich Flammenwiderstand verloren habe. Glückverstärker. Ganz praktisch. Oh mein Gott. Rote Erinnerung, steigert deine Werte, wenn sie 4 sinken. Einzig Gute ist ja gerade... Oh wow, noch einer. Sehr schön. Also Flammenwiderstand fehlt gerade. Das nervt aber. Schießflamme im vorgegebenen Ding. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Im Prinzip. Das ist nicht dasselbe, was diese Mortis mir gegeben haben, wenn man so will. Das war lame. Spiegelei. Das ist eine Limonade. Yay. In der Theorie sollten sich meine MP jetzt schnell auffüllen. Tun sie sogar. Wow. Der Effekt ist ja nicht mal von der Hand zu weisen, das geht gerade wirklich schneller. Ah, Hilfe. Ich könnte es nicht mal hier jetzt irgendwie einen schönen Speicherraum geben. Irgendwo. Aua. Ich will doch nur aus dieser blöden Ecke raus. Rette mich, Speicher. Zu spät aufgefallen, dass das ein silberner ist, wie wir noch nie zuvor gesehen haben, was da drin ist. Wieder diese Gegner. Ah, gesegnet sei die heilige Couch! Wow, okay. Beim nächsten Mal haben wir eine super krasse Höllenhöhle weiter zu erkunden. Hilfe. Freue ich mich nicht drauf, aber müssen wir durch.